Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und es ist heute endlich gekommen. Assassin's Creed. Ich habe hier noch ein Paket mit, also hier war Klinik gekriegt, mit UPS, Arbeitsspeicher, werde ich nachher noch ein Video zu machen. Aber jetzt ist es eigentlich da und diesmal vergewissere ich mich auch, dass der Pfeil nach oben zeigt. Nicht, dass ich es wieder verkehrt rum aufmache. Und ich habe von Ubisoft, hier steht so, ja, Karton verpackt. Verpackte Version habe ich jetzt hier 3400. Irgendwas mit der 3, die letzte Zahl kann ich nicht lesen. So. Wo habe ich mein Messer? Oh, ich bin so gespannt. Ich hätte jetzt gedacht, der Karton ist größer, weil das ist ja diesmal eine Doppelfigur, die mit bei ist. Und Season Pass ist mit bei. Ich habe die große Version bestellt. Und wenn ihr den Season Pass euch zu Assassin's Creed holt, kriegt ihr nicht nur DLCs zu Assassin's Creed, zum neuen, zu Odyssey. Nein, ihr bekommt auch Assassin's Creed 3 Remastered und Lineage, Assassin's Creed Lineage Remastered. Das gab es ja schon mal auf der PS3 in der Remastered-Version. Hier soll es jetzt natürlich noch mal ein Ticken besser sein. Assassin's Creed Odyssey Pantheon Collectors USK. Also, weil ich die ja immer direkt bei Ubisoft bestelle. Also hier noch mal meinen Namen wegmachen. Dann könnt ihr das dann sehen. Hab auch Ubisoft-Punkte eingelöst, dass ich halt ein paar Euro Billiger kriege. Gibt es ja immer, dass man da so 20% kriegt. Ne, das muss man schnell bestellen. Am Anfang waren 20%, wenn dann eine Zeit vergeht, sind es 10%, dann sind es 5%. Ich habe es bestellt, wo es noch 20% Rabatt gab und die ersten 10.000 haben auch eine irgendwie Medaille gekriegt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da auch eine Medaille habe. Also ob ich dazu gehöre. Ach, hier oben ist gleich das Spiel drauf. Das ist diesmal nicht in der Hülle drin, also nicht in der großen Box drin, das ist jetzt hier einzeln drin. Da steht da auch, dass es eine USK-Version ist. Aber jetzt müssen wir das hier irgendwie... Ach du Scheiße, ist das groß. Also die Boxen werden von Mal zu Mal immer größer. Mal gucken, dass wir das hier rauskriegen. Meine Frau freut sich auch schon total, weil ich sie ja vorgewarnt habe. Das wird jetzt suchtet. Und weil wir... Papiermüll dazu kommt. So. Boah. Ein Kumpel von mir, der hat sich halt die kleinere Version bestellt. Da werde ich auch wahrscheinlich das Video unten runter verlinken, falls es euch interessieren sollte. Ja, hier haben wir Spartanerzeichen, dieses A. Dann hier zwei Helme. Das ist jetzt so das Assassin's Creed Zeichen, dieses A mit diesem... Nee, dieses Spartanerzeichen war ja dieses... Nicht wie so ein Assassin's Creed A, sondern so ein bisschen flacher, wie bei 300. Dann haben wir hier die so eine Schlange, so wie Medusa so ein bisschen gemacht. So ein bisschen verziert. Hier hat nochmal das gleiche. Und hier ein Adler, der eine Schlange fängt. Und jetzt fangen wir mal einfach an. Den Karton, den bringe ich dann auch wieder in den Keller. Ich glaube, ich mache das am besten mal nach unten, dann haben wir mehr Platz. Achso, das können wir hier komplett mit hochnehmen. Aha. Gut. Moment. So, da bin ich wieder. Haben wir einmal hier so eine, seht ihr das? So ein Pappding, wo ein hier drin ist. Das ist auch ein bisschen eingerissen hier oben schon. Also UPS ist diesmal echt nicht gerade vorsichtig damit umgegangen. So, jetzt müssen wir gucken, wo ist denn hier noch was drin? Hier sind zwei Kartons irgendwie. Uff. Oh. Hier ist alles ein bisschen. Und dann noch, oh Gott, das ist noch mal so einen großen. So, und dann war, wartet, hier ist nichts mehr drin. Den Karton hebe ich aber auf, weil ich hebe alle Kartons auf. Ich habe auch noch von den Assassin's Creed 3 den Karton und vom letzten und so. Die großen machen wir gleich. Machen wir jetzt erstmal die kleinen. Da haben wir hier einmal das Steelbook. Innen drin ist bemalt, sowie die Hülle. Und
dann hier komplett in Rot gehalten mit der Maske und dem Spartanerzeichen, was auch gleich das Assassin's Creed Zeichen sein soll. Auch von der Größe genauso hoch wie eine Blu-ray, haben sie ja daraus gelernt aus ihren Fehlern, weil wenn man ein Blu-ray-Regal hat und Steelbooks und die Steelbooks dann aber so groß sind wie eine DVD-Hülle, passen die nicht mehr rein. Haben sich viele beschwert, haben sie ja langsam draus gelernt. Oh, hier haben wir den offiziellen Soundtrack noch. Seht ihr das? Die Papphülle. Es kommt dann in meinem Schrank, wo mein ganzes Assassin's Creed-Zeug drin ist. Dann haben wir... Das war's hier. Nur das Einzelne. Das wollen wir nicht auseinander. So. Dann haben wir hier eine Landkarte. Ah, hinten haben wir dann so ein Bild. Und auf der anderen Seite haben wir eine Landkarte. Wir haben auch diesmal wieder Seeschlachten mit bei. Deswegen halt viel Wasser. Ich bin da echt mal gespannt, ob auch die Schlacht bei den Thermopylen mit bei ist. Nee, das ist, glaube ich, spielt nach der Schlacht bei den Thermopylen. Glaube ich. Aber ich bin da mal sehr gespannt. So, das haben wir. Dann haben wir hier wieder so eine Lithografie, also so ein einzelnes Bild. Kann man das sehen? Und dann haben wir hier noch ein Artbook. Auch so mit dem Adler und mit der Maske. Und dann schlage ich hier mal einfach irgendeine Seite auf. Da können wir dann den neuen Charakter zufällig, halt richtig aufgeschlagen, können wir den neuen Charakter sehen. Sie ist oben mit bei und der Dolch. Also der Speer, der abgebrochene Speer. Und dann machen wir mal hier einfach nochmal so ein Bild noch auf. So eine Landschaft. Jetzt bin ich aber echt mal gespannt, warum zwei große Kartons noch, weil ist ja nur eine Figur. Aber die besteht aus zwei Figuren. Vielleicht deswegen einzeln, dass man die dann zusammenbauen muss wieder. Ja, das ist schon mal eine Figur. Oh, meine Frau wird sich so freuen, dass noch mehr Figuren, die hasst das, wenn das um alles mit Figuren vollsteht. Oh ja, das ist eine. So, werden wir mal das beiseite rühren. Eine Figur. Oh ja, und hier ist die andere. Na komm doch hier. Oh, der hat den Speer. Oh Gott. Also hat sich diesmal wirklich gelohnt. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen kleiner, aber es sind wirklich die Figuren genauso groß wie sonst auch immer. Bloß, dass es diesmal zwei sind. Ich drehe euch mal ein bisschen so rum. Fangen wir mal mit der hier an. Dann müssen wir jetzt hier wieder gucken, ob hier wieder irgendwo was zugeklebt ist. So. Dann machen wir das ab. Ist hier auch noch irgendwo. So, dann fährt der Speer runter. Oh, der ist aber sehr gut gemacht. Gucken wir uns gleich an. Ah, hier ist noch Klebeband drüber. Hier unten ist auch Klebeband. So, und dann haben wir eine Figur. Das werden wir mal hier zusammen machen wieder. Ja, ich hebe selbst diese Verpackung auf, falls man denn mal umziehen sollte oder irgendwas ist, kann man die Figuren wieder schön verpacken, ohne dass sie kaputt gehen. Nimmt aber auch verdammt viel Platz im Keller weg, das sage ich euch. So, können wir das nämlich wieder hier zumachen schon mal. Wir gucken uns die gleich nämlich komplett an. Ich mache dann hier nur ein bisschen Platz. Wir müssen vorher nämlich noch die andere Figur auspacken. Und da bin ich wie ein kleiner Junge. Und hier unten ist noch.
Muss ich erst mal gucken, wo ich Platz habe und wie ich die denn am besten stelle. Da brauche ich dann nämlich immer so eine gewisse Zeit, bis ich die richtige Position gefunden habe. Meine Frau sagt immer, stell doch einfach hin. Aber geht ja nicht. Soll ja auch zur Geltung kommen. Hier ist auf jeden Fall mehr Klebeband mit dran als bei der anderen Figur. Und hier ist auch Klebzeug mit bei. Müssen wir jetzt aufpassen. Auch ein Speer. Und da haben wir noch Schwerter. Hier ist nach unten umfallen. Na, komm her. Ach so, das ist der abgebrochene Speer. Da zeige ich euch gleich alles. Und na, komm her. Ich will das Schwert nicht kaputt machen. So, Schwert haben wir auch. So. Und das dann wieder hier alles verschließen. Und dann können wir das nämlich in die nächste Karton wieder reinmachen. Ich weiß, viele schmeißen die Kartons immer weg, aber wenn ich so viel Geld aushebe und ja, viele sagen auch, einige sagen auch Wertsteigerung oder so. Später ist es mal mehr wert, wenn man die verkaufen sollte, was ich ja nicht machen will. Wenn man dann, aber man weiß ja nicht, wie es mit den Kindern ist. Vielleicht braucht man ja später doch mal irgendwann mehr Geld, weil sie irgendwo in eine Schule müssen, wo man mehr bezahlen muss. Und dann kann man sich auch von sowas mal trennen. Und da ist es dann wohl besser, wenn sie dann alle noch zusammen sind. So. Aber Season Pass und so habe ich noch nicht gefunden. Ich hoffe, dass das in der Hülle mit drin ist. Weil jetzt habe ich hier noch nichts gefunden. Wenn wir mal kurz noch mal schnell hier reingucken, bevor wir... Weil normalerweise war das immer einzeln mit drin. Ist diesmal jetzt hier nicht. Ah, hier. Hier haben wir Deluxe Pack. Unlock, XP-Bonus, Drachmen, hier sind noch Drachmen, glaube ich, damals, Capicruz Naval, also scheint ein Schiff und Soldaten zu sein, Herla Deluxe Pack, Kronos Deluxe Pack, da ist ein Pferd und Rüstung für sie und ihn und bei dem anderen nur eine Rüstung. Das ist damit bei und das nicht. Ach, und hier haben wir den Season Pass, der ist auch mit bei. Gut. Ach, schade. Wir haben hier auch ein richtig schönes Wendecover, was genau das gleiche ist, was vorher auch drauf ist. Kann ich euch ja mal zeigen. Also wir haben hier, da ist er drauf mit, ja, hochsinnige, oder, ah ne, das ist sie, glaube ich. Ah, das ist sie. Und hier ist er drauf. Ich hätte mir gewünscht, dass sie das vielleicht als Wendecover auch mal machen, ohne diese scheiß USK 16, weil das nervt. Ist auch leider nicht bei jeder DVD so. So, das wird nämlich nachher gleich installiert. So, dann haben wir nämlich hier zwei Figuren. Da werde ich euch jetzt mal so gucken, dass ich euch ein bisschen ranzoomen kann. Oder ach, ich zeige euch das lieber so. Wir haben einmal ihn. Oh, das ist so ja getrennt hier. Kann man das irgendwie festmachen oder ist das locker oder so? Achso, kann man stecken. Gut, das lassen wir mal lieber drauf. So, da haben wir einmal ihn. Er stürzt sich hier von so einer Säule runter. Hier unten ist dann auch dieses Schild der Spartaner. Seht ihr das? Ja, da seht ihr auch dieses fast A, wie ich es euch gesagt habe. Hier unten dann halt Steine, Platten. Und hier ist dann noch so eine Restsäule an der Seite. Ja, das hattet man von allen Seiten seht. Und er springt hier halt sozusagen auf den anderen zu. Wir haben auch hinten im Bogen, der festgemacht ist, Pfeile, die auch fest im Kescher drin sind. Ja, da kann ich euch auch mal zeigen. So.
Und was ich halt gut finde bei Ubisoft, die haben wirklich an die kleinen Details gedacht, dass der Wams hier sozusagen nach oben fliegt, kann ich euch hier, und hier unten, hinten seht ihr dann auch richtig, wie es Wellen macht, sozusagen vom Fliegen. Und dann haben wir hier noch den mit den Schlangen, was wir vorne schon gesehen haben. Das ist, was ist denn das da? Müsste ein Spartaner vielleicht sein? Ne, das ist Sparta. Das ist, keine Ahnung. Da haben wir hier unten auf jeden Fall so ein Muster. Hier so ohne ein bisschen Säule und so. Auch wieder auf die kleinen Details geachtet. Der Mantel fliegt hier im Wind. Finde ich auch mal ein schönes Gimmick. Das ist auch bei der Black Flag Edition mit dem großen Schiff, was ich auf dem Schrank habe auch. Da fliegt auch das Cape von ihm so. Und hier auch die Hand, die das Schild hält. Ich hoffe, ich kann euch das vernünftig zeigen. Sieht richtig cool aus. Und die beiden, die kommen dann, irgendwie soll man die so hinstellen. Also die haben jetzt nicht so, wie ihr kennt jetzt von den Figuren, die für einen Film sind oder vom Film sind, dass man die zusammenstecken kann. Also ich habe jetzt hier nichts gefunden, dass die jetzt hier irgendwie zusammengesteckt werden. Irgendwie auf eine Art und Weise, nee. Die zählen als einzelne Figuren, man kann sie aber so hinstellen oder soll sie so hinstellen, aber die haben jetzt hier nichts, wo man es einrasten kann. Na, so würde ich es dann wahrscheinlich machen. Das sieht wohl am stimmigsten aus. Nee, das ist dann zu weit weg. So, ach doch, 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 doch. Wenn man genau guckt, die Platten, die kann man dann so aneinander räumen. Ich mach das euch mal so runter, dann könnt ihr das sehen, vielleicht so ein bisschen. So, wartet mal. Hier, da gibt es dann halt so einen kleinen Keil und da kann man das dann so zusammen machen. Und dann sieht das Ganze so aus, dass er jetzt hier von oben runterspringt auf ihn. Er verteidigt sich natürlich mit seinem coolen Speer. Das ist dieser hier. Oben halt so doppelt. Unten nicht. Da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt am schönsten machen. Ach so, der muss, glaube ich, so rein, der Speer. Wie muss denn der rein? Muss der so rein? Ja, eine Anleitung hier wäre da natürlich wieder nicht schlecht gewesen, dass man den hier irgendwie, also man weiß, wie man den hier reinpacken soll. Ich glaube, man muss ihn hier so reinschieben. Oh, doch. Oh, das ist aber sehr schwer dann hier drin. So. Dann machen wir das mal so. So sieht das doch ganz stimmig aus, wenn der den da unten so festhält und nicht hier oben. Und er kriegt, jetzt können wir ihn natürlich aussuchen, was wir ihm für eine Waffe in die Hand packen. Wir haben hier zwei Schwerter, also ein Schwert und dann diesen abgebrochenen Speer und auch einen langen Speer haben wir auch. Da müssen wir mal gucken, wie machen wir das am besten. Ach nee, der kann hier zwei Sachen halten. Der kann zwei Sachen halten. Wie machen wir das da am besten? Wir machen, ich glaube, den machen wir. Das ist groß. Hier kommt das, glaube ich, rein. So. Oder auch nicht. Wie kommt denn das jetzt hier rein? Das muss doch, kann man das, so kann man das nicht durchschieben? Doch, kann man, nee, kann man nicht. Müssen wir mal gucken. Passt auf, ihr piekt euch dabei echt die Augen aus. Ah doch, jetzt geht's. So. Und jetzt müssen wir das ein bisschen durchschieben. Dann haben wir das nämlich, der hat da so einen Griff. Und da ist der Speer dann drin. Den müssen wir dann so machen, dass das so ein bisschen geiler aussieht. So, dann kann ich euch das mal von nahen zeigen. So. Der hat da, ups, da ist das Unterteil abgefallen. Der hat dann hier praktisch da diese Verdickung, das muss man dann komplett durchschieben. Das dünne, spitze Ding da vorne, das breite, da ist mir das Unterteil hier runtergefallen. So, jetzt müssen wir nur noch überlegen, was packen wir ihm denn in die andere Hand. Ich würde sagen, wir packen ihm den Dolch da rein. Aber wozu haben wir denn den anderen da? Kann man den hier irgendwo noch
Hat er hier irgendwie eine Tasche für... Ach, der hat hier irgendwie... Da hat er... Der hat hier eine Tasche. Da kann man den Dolch reinpacken. So. Aber das ist verkehrt rum, glaube ich. Der muss doch, glaube ich, so rein, oder? Nee, das ist knapp, oder? Nee, das ist doof so. Ach Gott. Ach, liebes Ubisoft-Team, da eine kleine Anleitung, wo welche Waffe reinkommt, wäre echt gut gewesen. So, dann haben wir hier den Dolch drin. Und dann bleibt ja nur noch der abgebrochene Speer, was irgendwie die versteckte Klinge ersetzen soll oder so. Den müssen wir dann hier oben reinmachen. So. Und zwar so. Würde ich jetzt sagen, dass das jetzt so rinkommt. So. So. Und jetzt sieht das Ganze... haben wir hier irgendwas, was ich im Hintergrund machen kann? Ja, durch den Karton und so im Hintergrund sieht das gerade ein bisschen doof aus. Aber wir können ja mal schon kurzzeitig... So, mein Monitorkarton im Hintergrund machen. Dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen, wie das dann im Endeffekt aussieht. So. Also ich hatte eher gedacht, dass es sich nicht lohnen wird, die Version zu holen, weil die ja schon teurer war als die Version davor. Aber ich muss jetzt im Endeffekt sagen, es hat sich definitiv gelohnt. Ich habe gedacht, das ist alles ein bisschen kleiner. Habe mich Gott sei Dank geirrt. Ich habe jetzt ein Spiel mit zwei Figuren, also einmal ihm, Alexios oder wie er heißt, und ich habe mir noch nicht so viel spoilern lassen vom neuen, weil ich will das alles selber erleben. Und dann halt hier noch ein Gegner mit schönen Waffen. Auch hier haben sie wieder schön auf die Details geachtet. Hier ist sie geriffelt. Hier haben wir so Schlangensymbole an der Seite dran. Das ist ganz filigran. Auch hier unten so Schlangensymbole. Ganz filigran, ganz klein, ganz süß gemacht. Ich kann ja mal gucken. Vielleicht kann ich euch das ja mal ranzoomen. So. So, da seht ihr das zum Beispiel, dass hier so Schlangensymbole sind, wie dass sich hier eine Schlange rumwickelt. Das gleiche ist am unteren Ende auch. So. So, dann könnt ihr das hier auch sehen. Hier auch, dass der Wams so wegfliegt und hier auch der Mantel. Ja, er kommt hier oben und hier sieht man dann halt auch, wie die Lederteile, Lederlappe, wie die hier so wegfliegen. Lederlappe heißt übrigens in Schwedisch Batman. Also Batman in Schwedisch heißt Lederlappe. Hier. Also sieht wirklich extrem geil aus. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe keinen Fehlkauf gemacht. Ich hatte schon Angst, aber die Angst war diesmal wirklich unbegründet. Ich habe ein Spiel, zwei Figuren, Season Pass mit Haufen DLCs, wie wohl kommen, die jetzt kommen sollen. Ich habe mir da noch nicht so viel durchgelesen. Ich habe immer den Season Pass. Bei jedem. Frag mich nicht, warum. Bei jedem Assassin's Creed hole ich mir den Season Pass. Kommt zwar nur dazu, die Hälfte davon zu spielen, aber ich mach's. Also Spiel komplett, aber bei den Zusatzdingern spiele ich immer ein, zwei Sachen und dann meistens bleibt dann auf der Strecke. Aber dann habe ich immer noch Luft nach oben, wenn dann mal wirklich. Das spiele ich dann immer so, wenn dann so ein Engpass ist und kein Assassin's Creed kommt, wie nächstes Jahr kommt kein Assassin's Creed, dann hole ich das dann mal auf, dann spiele ich dann immer das andere weiter. Ich habe auch Assassin's Creed China, Russland, Indien, die es im Store gab. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall. Es sieht mega geil aus. Auf jeden Fall von mir eine klare Kaufempfehlung. So wie es aussieht, hier höre ich jetzt nicht zu den ersten 10.000 Bestellern, die dann auch so ein Medaillon bekommen. Obwohl ich gleich, wo das rauskam im Ubisoft, wurde mir Bescheid gesagt von dem Kollegen, der halt auch die andere, der hat die Medusa, genau, die Medusa-Version hat er. Da ist er so, wie er jetzt ist, wohl, aber auf dem Medusa-Kopf. Ja, also nicht zwei Figuren wie ich, sondern nur eine, nur Alexios. Und Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Ja. Na, mal gucken. So. Ich mache jetzt hier wirklich einen Cut. Ich werde jetzt Assassin's Creed installieren, den Season Pass aktivieren, die DLCs aktivieren
Und dann werden wir das heute Abend zocken. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch alles rechtzeitig zu bearbeiten, dass das vor 20 Uhr noch online kommt. 2015 wollen wir anfangen mit Assassin's Creed. Das wird durchgesuchtet. Ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr Fragen habt zur Collectors Edition von Assassin's Creed, von der oder Assassin's Creed davor. Also ab 3 habe ich alle großen Versionen. 3 gab es nur die normalen und ab Black Flag gab es dann halt verschiedene Versionen der Assassin's Creed Vorbesteller Boxen mit großem Schiff, mit kleine Figur und was weiß ich. Da habe ich dann alle dann immer die großen geholt. Da könnt ihr mich dann fragen. Gibt noch eine Version größer für 800 Euro. Da ist die Figur, also nur so wie er jetzt hier ist, aber etwa so hoch, so um die 67 cm oder so aus Naturstein, aber dafür 800 Euro. Also 799, 699, das war mir zu fett. So, aber nichtsdestotrotz mache ich hier einen Cut. Ich habe noch ein bisschen was zu machen. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, wie gesagt, hat euch gefallen. Dann würde ich mir über einen Daumen freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.